An! Alle! Alle! Ulf, das Spiel endet jetzt mit einem Remis. Wie ordnest du das Ergebnis ein? Ja, ich denke, dass es beiden Mannschaften nicht wirklich hilft. Ein Punkt bringt uns nicht weiter nach vorne. Wir haben den Abstand nicht wirklich vergrößert. Allerdings bleibt Jeddelo hinter uns, was sich schon mal gut anfühlt. Aber unterm Strich bin ich mit dem Spiel nicht ganz zufrieden. Ich denke, dass wir aufgrund des Chancenplusses doch gewinnen müssen. Wir haben klare Torchancen gehabt und haben dann, nachdem wir tatsächlich auch ins Spiel zurückgekommen sind und 2-1 geführt haben, uns dann mit einem ganz dummen Abwehrfehler wieder bestraft. Dann fällt das 2-2. Dann haben wir noch ein paar Chancen, aber nicht mehr den richtigen Zug gehabt. Und von daher ärgere ich mich. Ich glaube, dass wir 2 Punkte haben liegen lassen. Ich fehlt dir so ein bisschen die Durchschlagskraft, gerade was die Chancenverwertung angeht. Siehst du das auch so? Ja, Durchschlagskraft. Ich finde, wir haben ja wirklich einen Chancenplus herausgearbeitet und viele Torchancen gehabt. Wir hätten ja auch in der ersten Halbzeit schon in Führung gehen müssen. Also das letzte Quäntchen ist halt da nicht da gewesen. Also ich finde, wir sind da gut durchgekommen. Lizzi hat 3-4 Chancen gehabt und ist dann mit dem Ball mit der Fußspitze angenommen. Dann liegt er halt nicht richtig. Den Heber hätte er meines Erachtens reinmachen können. Aber ansonsten will ich sagen, dass die Durchschlagskraft gefehlt hat. Wenn man die beiden Tore von André Jedke sieht, da war schon sehr viel Willenskraft drin. Ziel war ganz klar, 3 Punkte zu holen. Dass es schwer werden würde, das wussten wir vorher. Das hatten wir aus dem Hinspiel schon schmerzlich erkennen müssen. Und ich denke, dass wir aber von Einstellung her alle heute da waren. Das war anders wie im Hinspiel und das war schon mal wichtig. Wir haben ja dann relativ viele angeschlagene Spieler auf dem Platz gehabt, sage ich mal, die sich super, super durchgekämpft haben. Und von daher denke ich, im Endeffekt war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Jede Mannschaft hätte das Spiel noch für sich entscheiden können und denke, dass es so in Ordnung geht, das Ergebnis. Wo geht der Weg jetzt für euch hin? Für uns gibt es nur einen Weg und dann ist genau wie für den VfL. Wir müssen uns absetzen von den Abstiegsrängen und dafür muss jeder Punkt mitgenommen werden. Und von daher ist es heute ein Punktgewinn und wir müssen jetzt sehen, dass wir ganz schnell, zumindest von der Einstellung her, dass da weiter so machen und uns einfach fußballerisch wieder weiterentwickeln, damit wir dann auch wieder unser Spiel durchziehen können.